So Leute, wird jetzt eine etwas kürzere Folge, weil ich eben eine halbe Stunde Aufnahme verloren habe und leider nicht mehr allzu viel Zeit übrig ist. Erste Aufgabe für heute ist es, wollten wir unser Wohngebiet miteinander verbinden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir könnten Fußgängerwege bauen zwischen den einzelnen Straßen. Aktuell gibt es halt das Problem, wenn jemand hier wohnt, kommt er nicht dahin. Oh doch, kommt er doch, aber der Weg ist einfach zu aufwendig. Ich mag das nicht. Jeder muss voll lang laufen und nein, das ist nicht schön. Genau, Fußgängerwege wären der erste Weg. Wusste lange Zeit gar nicht, dass es die gibt, aber die gibt es. Ein geeigneterer Weg für unseren speziellen Fall, weil ich damit auch noch was Bestimmtes vorhabe, ist es, schlichtweg diese Straßen noch einmal miteinander zu verbinden. Und euch sträuben sich jetzt wahrscheinlich die Haare in den Nacken hinein, weil ihr euch denkt, boah, jetzt kommen hier 10 Millionen Kreuzungen hinzu. Und das stimmt. Das ist sehr traurig. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich will diese Hochschule jetzt irgendwo hinbewegen, wo sie bleiben kann. Am besten dahin, wo der Pfeffer wächst. Das geht leider nicht. Ich mache sie dorthin. Aber erstens, das hier ist ein Wohngebiet. Die Sache mit den Kreuzungen wird nicht so schwer ins Gewicht fallen. Zumal diese kleinen Straßen auch keine Ampeln erzeugen. Also alles in Butter, alles super. Kostet jetzt leider nur ein bisschen, die ganzen Gebäude hier wieder rüberzustellen. Wir verlieren im Prozess auch einige Einwohner. Aber ich denke mir halt, ich mache das jetzt einmal richtig. Und dann ist das auch erledigt. Dann hat sich das erledigt. Hier muss ich leider vom Muster abweichen. Denn dort ist der Friedhof, den kann ich nicht bewegen. Ohne dass es mega teuer und aufwendig wird. Genau. Hier die Straße möchte ich verbinden. Diese hier. Das dort. Ja, jetzt haben wir ein ziemliches Schachbrettmuster. Ist aber nicht so schlimm, denn wie gesagt, das ist nur das Wohngebiet und wir haben genügend Ausgänge, dass das nicht negativ ins Gewicht fällt. Vorteil davon, von diesem Schachbrettmuster, das wir jetzt gebaut haben, sind diese ganzen Fußgängerüberwege. Unsere Fußgänger kommen jetzt relativ einfach vom einen Ort der Stadt in den anderen und das feiern wir total. Das feiern wir so sehr, dass die Framerate auf 19 sinken muss. Das ist halt, wie gesagt, das Spiel. Tut mir leid, aber mein PC macht's einfach nicht mit. So, nächster Schritt. Wir verschieben unser Gewerbegebiet. Wir bewegen dieses Zeug erstmal temporär hier hin. Spielt gerade keine Rolle. Funktioniert die Stadt noch? Nein. Und das ist der Grund für diese ganzen kurzen temporären Sachen, die ich immer bauen muss. Denn ich kann es nicht so leicht einfach direkt richtig machen, weil mir einfach das Geld fehlt. Die Stadt muss also praktisch weiterlaufen, während ich meine Umbaumaßnahmen habe. Denn ansonsten, wie gesagt, kriege ich kein Geld rein. So, wir bauen unser Gewerbegebiet. Das wird hier stehen. Dieser Bereich hier etwa wird unser finales Gewerbegebiet. Also ganz woanders als der Ort, wo es jetzt noch steht. Das hat mehrere Gründe. Die hatte ich in der alten Aufnahme auch erklärt, aber dann habe ich sie leider verloren. Ich sag's mal so, die positiven Seiten werden sich im Laufe des LPs zeigen. Ich habe jetzt nur 2 Einheiten Entfernung genommen, ich hätte gern 3. Und baue jetzt gespiegelt praktisch genauso wie da hinten so eine Art Seitenstraße. Jeder Mensch, der in unser Gewerbegebiet möchte, zumindest vorerst, wird diese Seitenstraße betreten. Das habe ich jetzt leider doof gemacht. Ich habe mir da meine eigenen Gebäude in den Weg gestellt. Großartig mal wieder. Passt auf, ich mache es wie folgt. Ich pflanze diese Kohlekraftwerke erstmal in das Industriegebiet. Einfach nur, damit sie mir nicht im Weg stehen. So. Denn jetzt kann ich endlich machen, was ich so lange schon machen wollte. Dieses Gewerbegebiet hier einfach völlig abreißen. Wir brauchen es nicht mehr.
Wir machen es komplett neu. So, dass es halt schlichtweg skalierbar ist. So, dass es uns nicht in 5 Folgen sowieso um die Ohren fliegt. Das wäre ganz schön. So, aktuell brauche ich demnach auch diese Straße nicht mehr. Diese Straße war sowieso zum Scheitern verurteilt. Genauso wie dieser Park. Es ist traurig, aber es ist so. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass das alles nur temporär war. So. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, denn jetzt muss ich das Ding so schnell wie möglich in Gang kriegen. Wenn ich das nicht so schnell wie möglich in Gang kriege, verliere ich mein ganzes Geld. Ich möchte 4 Kacheln nach oben. Das ist die falsche Straßenart. Na super. Schön, wie ich direkt am Anfang schon mein Geld verpulvere. Ich möchte 4 Einheiten nach oben, 2 nach rechts und 4 nach unten wieder. Weitere 2 nach rechts und 4 nach unten. Das ist unser Gewerbegebiet. In klein, aber in funktionierend. Bam, 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 bam. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich die Abstände zwischen diesen Straßen so groß gewählt habe. So platzverschwenderisch groß. Das liegt daran, dass wir hier auch unsere Monumente hinbauen werden. Die brauchen teilweise sehr viel Platz. Keine Ahnung, sowas hier. Und die sind dafür da, Touristen anzulocken. Touristen möchten wir unbedingt in der Nähe unseres Gewerbegebiets haben. Denn Touristen, naja, verballern ihr Geld im Gewerbegebiet und das mögen wir. Gewerbegebiet sind ja für die Leute, die vielleicht den Begriff jetzt noch nicht zuordnen konnten, das sind halt schlichtweg Einkaufsläden und sowas. Halt die Läden, die direkt mit unseren Bürgern in Kontakt treten und ihnen Sachen verkaufen wollen. Im Idealfall tun sie es auch, aber garantiert ist es natürlich nie. Boah, will ich das machen? Ich mach das einfach mal und hoffe, dass es mir nicht um die Ohren fliegt. So. Wartet mal. Hey, dieser Weg ist temporär. Denn wie gesagt, ich will jetzt erstmal die Stadt kurz wieder ins Laufen kriegen. Moment mal, ist das der Rest des Gewerbegebiets? Der wird gleich verschwinden. So. Einfach mal gucken, was jetzt passiert. Es fehlt an Strom. Warum fehlt es an Strom? Weil wir keine Verbindung haben. Genau. Dieser Ring hier in der Mitte wird übrigens gleich auch anders aussehen. Wir werden diesen Ring durch einen Kreisverkehr ersetzen. Das dauert allerdings noch ein wenig. So, unser neues Gewerbegebiet braucht Wasser. Puh, wir haben den wichtigsten Schritt getan, Leute. Die Position unseres Gewerbegebiets steht endlich mal fest. Soll ich es direkt größer machen? Ja, das hier ist doch, das macht doch keinen Sinn. Ich mache das Gewerbegebiet direkt größer, indem ich diese Autobahn... Ja, ich muss es so machen, indem ich diese Autobahn weiterziehe... Überall die Richtung wieder wechsle. Genauso stimmt es. Und jetzt erstmal einen Weg hierhin pflanze. Dieser Weg wird da nicht bleiben. Das gesamte mittlere Gebiet ist weiterhin temporär. Das hier ist jetzt allerdings nicht mehr temporär. Wir haben weiterhin ziemlich viele Kreuzungen in unserem neuen Gewerbegebiet auch. Aber das ist nicht so schlimm, wie man denken könnte. Ihr merkt, ich habe große Angst vor Kreuzungen. Und unterstelle euch diese Angst einfach mal so. Und ihr fragt euch wahrscheinlich seit dem Anfang des Let's Plays schon, was hat dieser Mensch gegen Kreuzungen? Kreuzungen sind böse. Kreuzungen sind in diesem Spiel das pure Böse.
Kreuzungen werden dazu führen, dass eure ganze Stadt nicht mehr funktioniert. Und zwar spätestens dann, wenn ihr, keine Ahnung, 20.000 Einwohner habt. Einfach mal ein Richtwert. Spätestens dann werdet ihr jede Kreuzung, die ihr gebaut habt, bereuen. Und ich habe Erfahrung damit gemacht. Ich hatte eine Stadt auf 40.000, die nur aus Kreuzungen bestand. Tja, und dann war sie eigentlich kaputt. Und deshalb habe ich keinen Bock mehr auf die Kreuzungsscheiße. So. Es gibt sehr viele sehr kluge Möglichkeiten, Kreuzungen komplett zu umgehen. Das Doofe ist, die sind einfach nur teuer und zerstören dein Gehirn. Deshalb hoffen wir einfach, dass dieses Ding, was wir hier bauen, uns nicht um die Ohren fliegt. Und dafür gibt es auch tatsächlich Anhaltspunkte. Wir müssen nur genug Ausgänge schaffen und brauchen gleich auch genug Eingänge. Ich krieg gar keine Luft mehr, ja? Kreuzungen haben mir die Luft geraubt. Es gibt nichts Schlimmeres auf diesem Planeten als Kreuzungen. Vor allem Kreuzungen zwischen Lara und Hubert oder so ein Scheiß. Aber auch Kreuzungen im Verkehr. Kreuzungen entstehen, wenn man mal so genauso tut man nochmal. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, entstehen Kreuzungen eigentlich immer durch Verkehr. Ja. Also, ich möchte das hier um genau ein Layer erweitern. Mehr nicht. Nochmal 4 Straßen. Halbieren wir es? Nee, das ist nicht nötig. Da fügen wir dem Ganzen nämlich später noch was hinzu. Nein, meine Freunde, ich werde mein Lieblingswort temporär nicht nochmal benutzen. Wir fügen hinzu. Ja? Das ist was anderes. Hinzufügen heißt in diesem Fall, dass wir nicht mal wieder alles abreißen müssen. Und das ist schon ein großer Gewinn für die Menschheit. So. Die Anzahl der Ampeln steigt recht kritisch. Es ist aber noch nicht schlimm. Hallo. Ich muss leider immer ein bisschen warten, bis das Geld reinkommt. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich diesen Spruch, den ich gerade bringen wollte, bereits gebracht. So, letzte Straße und dann ist unser Gewerbegebiet fertig. Dann müssen wir es nur noch nach außen hin verbinden. Der innere Teil kann erst kommen, wenn wir 8000 Einwohner haben. Genau, das ist leider momentan der Moment, auf den wir warten müssen. Gewerbegebiet, ganz viel Gewerbegebiet. Unglaublich viel Gewerbegebiet. Die Fläche an Gewerbegebiet, die wir momentan haben, reicht wahrscheinlich für den Rest dieses Let's Plays. Aber naja. Wir machen es einfach mal dahin. Bam. So, die ersten Geschäfte lassen sich auch schon dort nieder. Den Rest der potenziellen zukünftigen Geschäfte muss ich erstmal mit Wasser verbinden. Ach ja, ich glaube, das wollte ich in der ersten Folge noch erklären und bin dann ins Stocken gekommen. Wie ihr seht, liegen meine Wasserleitungen nicht optimal. Und das liegt einfach daran, dass ich gewisserweise die Erfahrung gemacht habe, dass Wasserrohre so billig sind, dass es völlig egal ist, wie sie liegen. Solange alle Wasser haben, ist alles gut. So. Okay. Problem Nummer 1. Unser Gewerbegebiet braucht Lieferungen vom Industriegebiet. An der Stufe sind wir jetzt nämlich. Wir machen die Verbindung und wir machen sie final. Unser Gewerbegebiet braucht Lieferungen vom Industriegebiet. Außerdem gefällt mir das hier noch nicht so wirklich. Was habe ich denn hier gemacht? Alter, ich hab's schon völlig vergessen. Jetzt verstehe ich. Ja, ich weiß es wieder. Genau. Das war der Gedanke dahinter nämlich. Genau. Wir ballern hier einen Kreisverkehr hin. Ist das die richtige Position?
Ich möchte, dass man von dieser Autobahn direkt in den Kreisverkehr kommen kann. Ja, dann stimmt's. Genau. Wir benutzen mal diesen Premade-Preisverkehr hier, denn eigentlich ist der ganz gut. Ich entferne die Verbindungen nach außen. Ich mag die nämlich nicht so, wie sie sind. Okay. Es gibt den Fall, wo Industrie von außen gerne etwas an unser Gewerbegebiet liefern würde. Und das ermöglichen wir ihr jetzt, indem wir das hier miteinander verbinden. Das ist ein Eingang in den Kreisverkehr. Und der führt auf diesem Wege in das Gewerbegebiet. Allerdings erstmal in die Mitte. Das wird jetzt ein bisschen teuer. Ich persönlich finde ja immer unterirdische Wege irgendwie cooler als überirdische. Leider ist hier jetzt das Gefälle zu steil, weil unser Gewerbegebiet auf diesem dämlichen Hügel liegen muss. Nee, das kann ich so nicht machen. Ich muss das nochmal neu konzipieren. Der größte Teil der Strecke ist übrigens nur deshalb überirdisch, weil das billiger ist. Also ich hätte das auch genauso gut komplett unterirdisch bauen können. Ja, hier möchte ich rein. Dadurch habe ich jetzt leider eine Ampel mittendrin geschaffen. Aha. Ich hege aber die Vermutung, dass das nicht so schlimm ist. Hegebam, Hegebamus. So, hier werden wir den Ausgang schaffen. Und dieser Ausgang führt zu unserem Kreisverkehr. Alter, wie uns wieder das Geld ausgegangen ist. Genau, der führt zu unserem Kreisverkehr. Ich mag das mit den Ampeln nicht. Aber das ist tatsächlich ein relativ banales Problem. Es wird total simpel, das Problem später zu lösen. Mir ist gerade noch eins aufgefallen, es gibt hier keine Verbindung. Es wird total simpel, das Problem später zu lösen, indem wir die Straßenführung des Industriegebiets anpassen. Wie das funktioniert, naja, später halt. Später funktioniert das. Jetzt gerade nicht so wirklich. Okay, ich habe jetzt diese Abzweigung. Eine weitere Abzweigung, die ich schaffen möchte. Ich habe wieder eine Stromleitung durchgeschnitten, richtig? Oder habe ich einfach nicht genug Strom? Oh, ich habe nicht genug Strom. Meine Leute brauchen ein weiteres Kraftwerk. Ja, keine Ahnung. Ich stelle einfach mal ein Windrad. Hierhin. Das müsste dann funktionieren. Ja, es funktioniert. Okay. Zurück zum Thema. Ich möchte, dass die Leute, die in meinem Gewerbegebiet waren, in meinem Industriegebiet, aktuell haben die diesen direkten Rausweg, der mit dieser unglaublich hässlichen Kurve verbunden ist. Ich möchte das nicht. Ich möchte das hier mit dem Kreisverkehr verbinden. Und zwar nur rein, nicht raus. Raus wäre sinnlos, rein ist sinnvoll. Genau. Und der Kreisverkehr hat dann einen Ausweg auf... Jetzt wird's kompliziert. Auf diese Strecke, genau. Ich habe den Verkehr vorher weggenommen und füge ihn dann später wieder hinzu. Und der Verkehr muss leider immer noch eine absurde Drehung hinlegen. Das mag ich nicht. Ich werde die Drehung, wie soll ich sagen, distributieren. Ja, ich werde... Warte, ich möchte das hier machen. Das war falsch. Das geht nie im Leben nicht schief. Ist immer noch ziemlich krass.
Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Ich hasse es, wenn das passiert. Ja, wir machen das jetzt erstmal so. Diese Straße sieht mega hässlich aus. Funktioniert der Kreisverkehr? Das Problem ist, dass natürlich jetzt alle, also wirklich jeder Hans und Franz, in den Kreisverkehr geleitet wird. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen die Leute, genau, jetzt bloß nicht aus Versehen da so ein Dings erzeugen. Ja, wisst ihr, Dings erzeugen ist natürlich immer schlecht. Was auch immer ich damit sagen wollte. Obwohl, das funktioniert noch. Es könnte sein, dass das noch okay geht. Ich mag das da nicht. Ich werde das hier noch ein bisschen überarbeiten. Ich möchte, dass das in einem größeren Winkel in den Kreisverkehr hineinführt. Hier so. Warte mal. Nee, diese Kurve brauche ich doch gar nicht. Bin ich behindert? Moment mal, so? War's das schon? Ja, das war alles, was ich wollte. Wir haben jetzt diesen kleinen Knick, aber der ist noch in Ordnung. Wir führen von der einspurigen Straße in die dreispurige. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ja, der direkte Weg zum Verkaufsviertel gibt es ja schon. Wir können das hier abreißen. Diese Straßenführung wirkt auf den ersten Blick völlig absurd. Oder was heißt absurd? Ein bisschen zu groß gedacht. Dazwischen kommt noch Zeug. Dazwischen kommt noch eine ganz neue Art von Gebiet, die wir bisher noch nicht bedacht und gebaut haben. So, also. Das hier kann übrigens eigentlich so bleiben. Also ich meine jetzt die Tatsache, dass unser Gewerbegebiet eine eigene Müllabfuhr hat. Das hat eigentlich keine Nachteile. Ich möchte jetzt gerne auf die Verkehrssicht schauen. Genau, die Kleeblattkreuzung ist jetzt natürlich sehr hart betroffen. Ich weiß allerdings, woran das liegt und wir werden es fixen. Vorher will ich was ganz anderes machen, und zwar das eigentliche Ziel dieser Folge. Wir wollten, falls das schon jemand vergessen hat, Fußgängern aus dem Wohngebiet eine Möglichkeit geben, einzukaufen. Und zwar zu Fuß. Wir wollten unsere Stadt attraktiver für Fußgänger gestalten. Durch die Fußgängerüberwege hier haben wir das bereits erreicht, so ein bisschen zumindest. Was wir jetzt suchen, ist ein zentraler Punkt in unserem Wohngebiet. Ich persönlich würde sagen, da so, diese Kachel, liegt relativ zentral. Nach links geht es sehr weit weg, vielleicht sogar zu weit weg. Ich glaube, ich würde diese wählen. Ich nehme diese. Ich habe mich entschieden. So, liegt hier irgendwas Spezielles? Nein, eigentlich nicht. Okay, das wird unsere zentrale Verbindungskachel des Wohngebiets mit dem, boah, wie heißt denn das andere Gebiet? Mit dem Gewerbegebiet, genau. Und später auch mit dem Industriegebiet. Also das hier wird praktisch unsere zentrale Kachel, wenn es darum geht, dass wir Bewohner rausschleusen möchten. Wir bauen jetzt erstmal einen leichten Fußgängerüberweg. Der geht mitten durch unsere Stromleitungen. Das macht nichts. Wir kappen mal wieder den gesamten Strom. Ich will das nicht zu weit bauen. Ist schlichtweg nicht nötig. So, jetzt wieder auf die Erde holen. Okay, Leute. Einmal damit verbinden. Einmal damit verbinden. Ich frage mich gerade, reagiert das Spiel eigentlich darauf? Nein, tut es nicht. Schade. Oh, Leute. Puh.
dieses Ding, dabei kann einiges schief laufen. Und ich freue mich gerade einfach nur unglaublich, dass nichts schief gelaufen ist. Wir müssen für unsere Strommasten jetzt gerade leider einen Weg drumherum bauen. Macht aber nichts. Ist dann halt so. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt für unsere Fußgänger aus diesem Gebiet, ihr seht schon, einige der Gebäude steigen auf. Das liegt darin. Nein, es funktioniert noch gar nicht. Das war Zufall. Ich muss erstmal das hier bauen. So Leute, wir haben es geschafft. Wenn wir jetzt hier ein bisschen warten, werden wir gleich sehen, dass plötzlich wie die Ameisen Scharen an Fußgängern. Ich würde die Konnektivität gern noch weiter erhöhen. Bam. Und bam. Okay, noch ist nichts passiert. Kurz nachdenken, was kann das für Gründe haben? Das ist der kürzestmögliche Weg für einen Fußgänger ins Gewerbegebiet. Er ist natürlich trotzdem verdammt lang. Ha. Okay, Problem, unsere Fußgänger benutzen diesen Weg nicht. Ich vermute, dass er zu lang ist. Ich hätte das vorher ausmessen sollen oder so. Was mache ich da jetzt am besten? Ja, das Doofe ist, es ist die absolute Hölle, diese Wege zu bauen. Und der hier funktioniert leider nicht. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass er funktioniert. Ich habe auch weiterhin die Vermutung, dass... Weil, ganz ehrlich, wenn ich hier wohne, dann nehme ich doch diesen Weg und gehe so ins Gewerbegebiet. Das ist doch nicht so weit. Das ist doch vergleichsweise nah dran. Oder ist das vielleicht doch zu weit? Ich habe eher die Vermutung, dass da was mit der Verbindung nicht funktioniert hat. Aber was soll da nicht funktioniert haben? Wir brauchen ein weiteres Windrad. Ich benutze ziemlich gerne diese fortschrittlichen Windturbinen, aber leider brauchen wir dazu Zugriff auf Wasser und das haben wir noch nicht. Deshalb benutze ich jetzt einfach mal ein Windrad. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Fußgängerüberweg, denn er funktioniert schlichtweg nicht. Okay, ich werde mir kurz offscreen eine Lösung ausdenken und wir sehen uns dann, wenn ich sie habe. So Leute, habt nochmal drüber nachgedacht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es uns leider gar nichts bringt, das Problem auf diese Art und Weise zu lösen, denn unser Wohngebiet ist schlichtweg zu weit weg von unserem Gewerbegebiet. Zu Fuß will kein Mensch dahin laufen. Ist das ein Problem? Nee. Zum Glück ist das kein Problem. Ich hatte sowieso vor, den öffentlichen Nahverkehr extrem gut auszubauen. Das ist die Hauptbewegungsmethode in dieser Stadt und nicht das zu Fuß gehen. Es wäre jetzt natürlich ein schöner Bonus geworden und ich wollte das eigentlich auch nur tun, weil ein Zuschauer in diese Richtung gefragt hatte. Also dass es halt ziemlich schade ist. Aber wirklich was ausmachen tut es nichts. Wenn wir kostenlosen Nahverkehr haben und der Nahverkehr super leicht ins Gewerbegebiet führt, dann brauchen wir keinen Fußgängerweg. Das ist eigentlich verschwendete Lebenszeit, hier einen hinzubauen. Stattdessen suchen wir uns jetzt einen Ort aus für unseren öffentlichen Nahverkehr, denn genau den möchten wir einrichten. Als erstes müssen wir unser Busdepot irgendwo platzieren. Ihr seht, dieses Ding ist verdammt teuer. Im Busdepot starten, so wie im echten Leben auch, die ganzen Busse. Das Problem des Busdepots ist, dass es die Straße ziemlich
naja, vollstopfen kann, wenn es an der falschen Stelle steht, weil dort die ganzen Busse anhalten. Genauso wie das bei Bushaltestellen der Fall ist. Ja, um genau zu sein, werde ich das Busnetz offscreen planen und dann mit euch zusammen umsetzen. In der Zeit werden wir dann auch 8000 Bewohner erreicht haben, 7500, und können dann eine U-Bahn bauen und das wird cool. Wie sich das alles noch entwickelt, jetzt wo unser Gewerbegebiet und unsere Industrie endlich dort platziert sind, wo wir sie haben möchten. Ach so, wir haben zu wenig Wasser. Ja, das ist tatsächlich sehr leicht lösbar. Das hier ist Abwasser, das soll dahin. Hier pumpen wir Wasser raus. So, Problem gelöst. Wie sich das alles noch entwickelt, das in den nächsten Folgen. Hier ist ja jetzt auch schon wieder 36 Minuten lang. Alter, ich glaube, ich splitte das. Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, bis dahin, tschüss.